Hallo und herzlich willkommen. Wir sind das zweite Mal in Görlitz. In Görlitz wohnen derzeit ca. 56.000 Einwohner. Angesiedelt haben sich hier Slawen. Die sind aus dem Bistum Meißen vertrieben worden. Der alte Markgraf von Meißen sollte mit seinem Bischof nach Jerusalem auf Kreuzfahrt. Und da hat er keine Lust gehabt. Also das ist einer noch der übrigen Wachtürme. War bis 1953 noch eine Turmerwohnung. Da haben auch noch Leute gewohnt, die Wohnung ist noch oben. Aber jetzt ist der Turm geschlossen. Die technischen Gründe sind die, wir haben keine Leute, die hier mehr betreiben. Hier war der Heimatverein, das waren alles rente gegangene Heimatkunde. Die hatten gefühlt das Alter aller Mann 3000 Jahre. Nikolai, das ist der Patron, der Schutzpatron der Kaufleute und Gastwirte. Hier war die Destille, hier war die Brauerei, das heutige. Unser heutiges Hotel ist 1564 erbaut worden, weil die Mikwe lebendiges Wasser hat, das wird von der Quelle gespeist, im Moment speist nicht. Ab 1850, vorneweg waren das diesen, die alle Gasse, hat dem Jani Görlitz zur Großstadt gemacht, da hatten, was ist denn das eigentlich? Ah, na ja, gut, bis zur Peterskirche schaffen wir es, da sind wir erstmal drunter und da sehen wir weiter. Ja. Der hat dann 1850 das erste Adressbuch rausgeben lassen und dort hat er erklärt, Görlitz in Teile Gassen, Görlitz hat Straßen. Das war Alchemist und schlechter Christ. Und der hatte hier sein Versuchslabor. Hat sich, damit er größer war, der war verwachsen und bucklig, unter die Schuhe Holz geschnallt. 1497 ist die so fertig gebaut worden, nach einer 73-jährigen Bauzeit, die sie heute darstellt. Zum Schluss war es das Weidladerhaus. Weid ist die Pflanze, aus der die blaue Farbe für die Färber gewonnen wurde. Und Görlitz hatte 1339 von König Johann das Stapel- und Vertriebsrecht fürs Weid bekommen. Jeder Färber hatte neben seiner Färberei eine kleine Brauerei. Und Montag wurde blau gemacht, da wurde gefärbt. Und am Sonnabend gab es Freibier. Ja, die brauchten Ammoniak. Und Ammoniak ist im Urin. Ja. Und da gab es Sonnabend Freitrinken und da hatten die hinter der Brauerei große Bottiche und da wurde reingepullert. Ja. Und jetzt kriegte erst 1939 Metallrohre als Wasserleitung. So lange haben die vom Mittelalter die Holzrohre gehalten. Das ist ja auch ein Bildträger da. Ja. Am Ende war das Stadttor und da ist so ein halber Bogen, also kein Kranz, sondern ein Kränzel. Deswegen heißt die Kränzelstraße. So, und hier waren die ganzen Brauereien. Jetzt gucken wir mal hier in das Gasthaus zum Goldenen Apfel rein. Zum Goldenen Apfel, später als das immer Gasthaus war, haben dann hier gewohnt der erste Bürgermeister. Was hier heißt, das ist ein typisches Hallenhaus. Und man sieht typisch an. Hier können Sie Kuchen essen, Kaffee trinken. Da unten kann man dann im Winter im Keller sitzen. Und hier hinten ist der verwunschene Garten. 1841 ist das Ding innen ausgebrannt und dann hat man das wieder neu aufgebaut. Heute sitzt die Denkmalspflege drin. Am Tag sieht man das nie so. Der macht jede Minute den Mund auf, steckt die Zunge raus
und die Augenvertreter, die leuchten dann. Mhm. Da muss es aber ein bisschen dunkler sein, dass das hängt mit dem Licht genau wie in der Kirche, das ist ohne Strom, das ist so ein Reflektstopp, weiß ich, ne? Und oben drüber haben wir die Mondphasenuhr. Der kleine Zeiger zeigt die Mondphase, der große zeigt, wie spät es ist. Und wir leben also nie hinter dem Mond, sondern mit dem Mond. Dort vorne ist die Verkündigungskanzel, die ist von Mendel Roskopf gebaut, 1537. Dort haben sie immer das Volk zusammengenommen, wenn da was Neues war, damit die alle unterrichtet wurden. Weil es ja noch keine Zeitung Englisch war. Ist das war das Haus eines reichen Damaststoffhändlers. Als der Mann gestorben ist, hat die Stadt sich das Haus unter Namen gerissen, hat hier die Oberlausitzer Bibliothek der Wissenschaften eingerichtet, die waren auch Musikbücherei. Dann ist hier drin das physikalische Kabinett. Sie hatten hier 1795 Gründung der Freimaurerloge, durch das darunter das Gebläs gebaut. Heute ist es Museum, da können Sie drinnen gucken, wie die Leute früher gewohnt haben, Geschirrausstellung und alles, was so ist. Also über die Stadtgeschichte, Kulturhistorie. So, hier sind ab und an, jetzt entsprechend der Pandemie mit Abstand, da haben wir Konzerte und sowas abends. Hier waren die ganzen Tuchmacher, die sich dann aber verteilt haben. Und dann haben sich Handwerker angesiedelt. Hier war eine Silberschmiede. Hier ist noch im Keller unten ein Kamin. Mhm. Dort haben sie das Metall geschmolzen. Der Gildenvorstand der Tuchmacher. Deswegen auch das Wappen dort. Schon alleine oben die Krone. Das besagt die Stellung der Tuchmacher in der Gesellschaft hier in der Stadt. Die waren die Oberhäupter. Und hier waren die Bäcker, hier waren die Backöfen. Backen durfte nur, wer einen Ofen hatte, also wurde der Backofen vererbt. Vater zum Sohn. 1595 die Bäckerinnung entstanden. Preise wurden durch die Stadt festgelegt. Es gab Graubrotbäcker für die normale Bevölkerung. Dann gab es die Hellbrotbäcker, das waren für den Adel. Es gab Weckenbäcker, die Semmel gebacken haben, und Kuchenbäcker. Und dann gab es schwarze Schafe. Die haben in den Teig gefärbte Sägespäne reingemischt, damit mehr wurde. Was ist der Fischmarkt? Zuallererst haben im Mittelalter die Fischer ihre Fische auf dem Untermarkt verkauft. Das hat dann nicht mehr, war nicht mehr standesgemäß, hat zu sehr gestunken. Dann kommen sie hierher. Wo hier die Schule steht, das war das Henkerhaus. Das ist 1557 erbaut worden. Aber der Löwe hat ohne Meise. Schiefe Augen, keine Zähne. Also ich weiß nicht, was der dort gebaut hat. Hier war eine wunderschöne kleine Gaststätte. Der Mann ist gestorben. Also diese Keller hier hat man freigelegt 1985. Es gibt in dieser Stadt noch viel mehr zu sehen, auch die polnische Seite ist empfehlenswert. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute, habt Spaß bei allem, was ihr macht. Tschüsskowski, euer Woller.